Meine lieben Freunde, ich denke, das Unvermeidliche steht bevor. Das Ende unseres Urlaubs. Oh. Ich glaube, das war ein wunderschöner Urlaub mit wundervollen Menschen. Da sind wir uns doch sicher alle einig. Ja. Jawohl. Stopp. So ist es. Ich jedenfalls möchte mit niemandem anderen meine raren Urlaubstage teilen als mit euch. Darum erhebe ich mein Glas auf meine teuren Freunde. Teuer war es allerdings. Wie meinst du das jetzt? Wieso dahin gesagt? Na, streiten wir eure Finanzen? Wer hat denn den Wasserverbrauch in die Höhe getrieben? Eine Stunde, dass ich mehr Wert auf Körperhygiene lege als manch anderer hier. Was soll das denn heißen? Dass du der Herr der Fliegen bist. Wenigstens habe ich keine Gattin, die mit ihrem Schwangerschaftshormon die Stimmung drückt. Wer fängt denn an zu heulen, wenn sich das Universum mal nicht 3 Minuten um ihn selber dreht? Baschak hat sich doch wegen jedem Scheiß hier aufgeregt. Was? Aber zum Ausheulen über deinen impotenten Gatten war ich 8 Tage lang gut genug, oder was? Baschak, wir sind hier nicht in der Türkei. Alter, was beleidigst du meine Gattin? Weiß dein Chef eigentlich, dass du nicht mit Fieber im Bett liegst? Naja, jedenfalls war immer gutes Wetter und keiner hatte Fieber. Cheers!